Name ist Roland Alton, ich bin hergekommen aus Vorarlberg, das ist am Bodensee in Österreich. Ich beschäftige mich mit Kommunikation und IT, verwende es in verschiedenen Kontexten und habe bereits mit Wandelinitiativen in der Schweiz und auch in Österreich versucht, einen guten gemeinsamen Begriff zu finden, weil was wir beobachten ist, dass es sehr viele Initiativen gibt, die zwar sehr lustige Namen haben, aber die nach außen gemeinsam nicht sichtbar sind. Wir haben Gemeinschaftsgärten, die heißen Glückliches Gemüse oder Garten Unser. Viele Initiativen, die auch schon Netzwerke gebildet haben. Aber es gibt aus der Perspektive der Kommunikation und des Branding einfach ein paar Regeln. So ein guter gemeinsamer Name, eine Bewegung, die klingt nach was, die hat einen Namen, der auch international funktioniert, geht leicht über die Lippen, ist vielleicht mit einer Bewegung verknüpft. Und nun haben wir in mehreren Runden einen Vorschlag ausgearbeitet und der lautet Fair Move. Wir testen nun diesen Vorschlag im Rahmen einer Bewegungskultur draußen. Wie fühlt sich Fair Move an? Wie kann ich das auch kommunizieren? Und sprechen nun mit den Vertretern verschiedener Organisationen, ob sie sich vorstellen können, dass Fair Move ein Teil ihres Namens wird, also ein Label, ein Button, sodass, wenn ich wo einen Gemeinschaftsgarten sehe, einen Fahrradladen, eine Organisation, die nachhaltig, fair, ökologisch, ethisch agiert, ob die auch diesen Namen mittransportieren möchte und so das Gemeinsame besser sichtbar wird.